Herzlich willkommen. Ich habe an die Trainer der dritten Liga geschrieben und sie nach den besten Spielern auf der jeweiligen Position gefragt. Wir fangen an mit der Königsposition, den Außenangreifern, und gehen da die Top 10 Außenangreifer von den jeweiligen Trainern gewählt durch. Luis ist mit mir dabei, per Zoom-Meeting, spielt bei Schweig, falls ihr nicht kennt. Wir fangen an mit dem 10. Platz. Außenangreifer hat zwar wahrscheinlich nicht so viel gespielt. Yannick Sambale vom VCO München hat zwei MVP-Titel. Einmal haben sie verloren, einmal gewonnen. Ich finde, er ist ein echt solider Spieler und meiner Meinung nach sollte er wahrscheinlich sogar höher gerankt werden. Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Wir haben allerdings nie gegen ihn gespielt, weil er bei beiden Spielen gegen uns nicht dabei war. Deswegen kann ich das so schlecht beurteilen beim Spiel gegen uns. Aber insgesamt weiß ich, wie er spielt und ist auf jeden Fall kann er höher gerankt werden. Aber man sollte halt auch mit einbeziehen, dass er halt nicht so viel in der Liga gespielt hat wie die meisten anderen. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum er so weit unten gerankt wurde. Weil, wenn du ihn nicht kennst, also ich kenne ihn halt, weil wir gegen Grafing 1 auch Trainingsspiele gemacht haben. Ich kenne ihn, weil ich ihn früher trainiert habe in der Oberbayern-Austria Beach. Und deswegen, wenn du ihn halt nicht kennst, gerade die Mannschaften, die nicht jetzt aus dem Münchner Umkreis kommen und halt vielleicht nicht gerade ein Trainingsspiel gemacht haben oder die den von irgendwo früher kennen, natürlich wählst du ihn ja nicht, wenn du nie gegen ihn gespielt hast. Finde ich okay auf der Position. Wenn er öfter da gespielt hätte, wäre ziemlich sicher höher gewesen, hätte auch mehr MVP-Titel bekommen. Gut, machen wir weiter. Platz Nummer 9. Joshua Schneider von Eibelstadt. Ist ein sehr guter Spieler. Ich finde, Eibischer hat insgesamt sehr gute Außenangreifer. Habe früher auch mal mit ihm zusammen trainiert, ein paar Mal, weil er auch in Schweig öfter trainiert hat und auch da auch gespielt hat früher. Ist auf jeden Fall, hat er sich sehr gut entwickelt und ist wirklich ein sehr, sehr starker Spieler geworden und ein sehr wichtiger Bestandteil von Eibelstadt, finde ich. Ja, finde ich. Also ich finde auch Eibelstadt ist allgemein eine richtig klasse Mannschaft, wenn du überlegst, dass die ja teilweise zu Auswärtsspielen halt mit einem halben Kader quasi spielen, gefühlt hat auch von denen mal auch gegen uns jeder alles gespielt. Die haben im Hinspiel bei uns 4-2 gespielt angefangen und die sind halt trotzdem immer, also jedes Jahr weit oben in der dritten Liga. Und ja, ich finde auch, dass ihre Außenangreifer zusammen mit Diagonal, aber da kommen wir später noch dazu, dass das deren Spieler sind, die ihr Spiel tragen. Und deswegen finde ich Joshi Schneider auch zu Recht auf dem, ja, auf 9. Platz. Ich weiß nicht, ob man ihn höher ranken sollte. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass auch bei Eibelstadt viel Spieler durchgewechselt werden. Also, dass teilweise der halt nicht gespielt hat gegen irgendwelche Mannschaften, dass man ihn deswegen nicht im Kopf hat. Deswegen wahrscheinlich nur so weit unten. Aber man muss sagen, es kommen auch Spieler noch darüber, die gar nicht schlecht sind. Wenn wir gerade von Spielern sprechen, die drüber kommen, ein Punkt mehr im MVP-Ranking. Danilo Babic von DJK München-Ost. Kann ich gleich anfangen. Ist, finde ich, völlig berechtigt unter den Top 10. Mit unser einer stabilsten Annahmespieler. Wahrscheinlich einer unserer wichtigsten oder unser wichtigster Spieler.
hat mit, keine Ahnung, wie vielen Leuten zusammen 11 Punkte im MVP-Ranking und das, obwohl wir fast alle Spiele verloren haben. Ich finde, völlig berechtigt da oben mit den Aufschlägen, macht auch immer noch ein paar Punkte jeden Satz. Kannst du vielleicht noch mehr sagen? Du musstest seine Aufschläge auch im Spiel annehmen. Ich muss sie nur im Training immer annehmen. Also auf jeden Fall, Aufschläge sind ein sehr guter Punkt bei ihm. Macht sehr, sehr starke Aufschläge, die auch einfach mal einen Satz drehen können oder einfach nochmal am Ende richtig ja, den Satz entscheiden können. Aber auch im Angriff ist er, finde ich, sehr variabel. Also er kann da viel auch mal Linie vorbeischlagen oder seitlich am Block anschlagen, aber kann auch hier einen guten Winkel gehen. Also da ist er auch sehr variabel und auch sehr gut im Angriff, finde ich. Das sind so zwei sehr starke Punkte bei ihm. Ich finde auch vor allem sehr hoch. Also es ist auch unterschätzt, dass er eine immense Höhe hat im Angriff. Und ich gehe davon aus, dadurch, dass wir halt viele Spiele verloren haben, dass er halt nicht deswegen nicht höher ist. Weil ansonsten könnte er auch durchaus Top 5 vielleicht sein. Ja. Aber das überlassen wir auch den Zuschauern gerne eure Kommentare damit rein, welche Spiele. Seht ihr denn wo? Also sind die stärker oder schwächer, als die Trainer sie gerankt haben? Gut, auf Platz 7. Jetzt darfst du anfangen. Dein Teamkollege Simon Miller. Ja, auch ein sehr starker Spieler, hat sich sehr gut entwickelt. Viele kennen ihn wahrscheinlich eher vom Beachen, weil er da auch relativ viel spielt und da sehr aktiv ist. Aber der ist jetzt diese Saison auch neu in die dritte Liga gekommen, hat sich da sehr gut entwickelt und einen sehr guten Sprung gemacht. Ist immens hoch, also finde ich einer der höchsten Angreifer in der Liga. Also der hat eine extreme Reichhöhe, kann dementsprechend auch sehr gut über den Block rüberschlagen, macht gute Sprungaufschläge und kann auch einen extremen Winkel im Angriff schlagen. Also wirklich ein sehr guter Spieler, der sich sehr gut entwickelt hat. Stimme ich auch vollkommen zu. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir beim ersten Spiel, ob wir ihn da als MVP gewählt haben. Im zweiten weiß ich, dass wir es nicht gemacht haben. Ich glaube, beim ersten haben wir ihn auch als MVP gewählt. Und das ist, finde ich, auch ein Fakt. Also Spieler, wenn du eine Höhe hast oder einen Höhenvorteil, gerade in der dritten Liga, wo noch dann Spieler wie ich zuspielen, wo du nicht unbedingt einen 1,90 Zuspieler wie in der Bundesliga hast, wo du halt auch diese Höhe dann ausnutzen kannst, das macht auch schon sehr, sehr viel aus. Ein zweiter ist nur Platz 5, weil er einmal als Platz 1 gewählt worden ist und deswegen hat gleich viele Punkte wie Simon Miller, deswegen ist er höher gerankt, weil sein Peak Ranking höher gesetzt wurde. Hannes Mai aus Jena. Ich finde auch ultra starker Spieler. Vor allem auch, weil Jena sich verdammt stark gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison. Und er ist mit einer der Leistungsträger und ich finde auch einer der konstantesten Spieler bei denen. Da fand ich, dass sie das echt gut gemacht haben, weil die anderen Spieler von Jena sind nicht schlecht, aber definitiv nicht so konstant. Und ich bin der Meinung, dass er einer der Hauptgründe ist, warum Jena so gut abgeschlossen hat diese Saison oder letzte Saison. Sehr, sehr starker Spieler und auch, also vor allem finde ich in der Annahme sehr, sehr solide. Deswegen wird der, zumindest wurde er von uns, auf jeden Fall nicht im Aufschlag gesucht, weil er wirklich eine sehr gute Annahme hat und da die anderen eher die Ziele waren. Also Ja. den sollte man da schon rausnehmen und im Angriff ist er auch immer sehr solide und hat extrem wenig Fehler gemacht. Guter Punkt, die Annahme. Sind wir schon beim nächsten Spieler? Also ich hätte ihn wahrscheinlich ein bisschen weiter unten angesetzt, nicht auf Platz 5, eher 7, 8. Yeah.
Kilian Grobbing von Regensburg, Platz 5. Aber ich finde, er ist ultra solide in der Annahme. Vor allem, wenn du ihn nicht irgendwie unten erwischt beim Baggern, sondern wenn er den Ball rauspitchen kann, dann ist es, also ist er ultra stark. Und ich habe vor, weiß nicht wie viele Jahren, in Deggendorf, wo er noch gespielt hat, ein bisschen mit ihm mittrainiert. Und da war auch schon Leistungsträger. Ich finde, der ist auch vor allem ein echt kompletter Spieler. Also das ist nicht so eins, wo du sagst, hey, der ist ultra krass im Angriff oder hat ultra krasse Aufschläge, sondern er kann halt einfach alles wirklich gut. Auch die Pipes, die sie teilweise spielen in Regensburg. Dem kann ich nur zustimmen. Sehr guter Allround-Spieler, extrem routiniert und sehr erfahren. Also macht sehr wenig dumme Sachen und ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil bei Regensburg. Platz 4, leider knapp am Treppchen vorbei. Thomas Hude von VGF Marktredwitz. Sehr, sehr starker Außenangreifer. Hat bei uns, bei unseren Spielen hat er eigentlich das Spiel hauptsächlich gemacht. Er und vor allem einer von den Mittelblockern. Aber der macht extrem wenig dumme Sachen im Angriff und hat aber extrem harte Schläge. Also kann diagonal, man weiß, dass er viel diagonal schlägt oder gegen uns geschlagen hat. Und es ist trotzdem sehr schwierig, den zu verteidigen, obwohl du weißt, dass er diagonal kommt, weil er einfach eine extreme Härte hat und auch eine gute Höhe, einfach sehr schwierig abzuwehren ist. Stimme ich vollkommen zu. Ich finde, also mich überrascht ein bisschen, dass er so weit oben gerankt wurde, weil er ist, finde ich, kein spektakulärer Spieler. Er ist auch einer der wichtigsten Spieler in Magretus, weil, wenn ich mich an die Spiele zurückerinnere von Magretus, war die Annahme nicht ultra stabil, ultra perfekt. Und dann ist halt viel über Außen und auch über Diagonal gelaufen. Und sie haben halt trotzdem echt viele Spiele auch dann über Außen gewonnen und ich finde völlig zu Recht auf Platz 4. Wenn wir jetzt dann aber in die Top 3 kommen, bin ich auch der Meinung, dass er nicht höher gerankt werden sollte. Ich glaube, ihr denkt es euch schon, allein schon, wenn man sich die Tabelle anschaut, es fehlen noch wichtige Spieler aus Mühldorf. So, da schöne Anlage in der Flut. Den Hammer, schön. Wow, tolles Auge. Aus dem Ball noch sowas machen. Das war ein großes Kino jetzt gerade. Was kommt hier denn? Ah, Kili war das. Drei Spieler. Und an die Decke. Habe ich jetzt zwar nur 1,87 Uhr in Anführungszeichen. Aber. Sehr schöner Angriff. Platz 3, Kilian Nennhuber, auch ein junger Spieler, wirklich junger Spieler, richtig solide, auch gerade haben wir von Athletik gesprochen, wirklich athletisch, kann Winkel schlagen, kann auch mal den Block benutzen, wenn es sein muss. Wir haben, wo wir gegen sie gespielt haben, ihn und den Libero als Annahmeziel gehabt, deswegen verstehe ich auch, dass er nicht weiter oben ist, vor allem der Punkteabstand zu den Top 2 ist immens. Verdient auf Platz 3, weil er einfach richtig, richtig gut da außen ist und auch wirklich viel Potenzial noch hat und auch nächstes Jahr in der zweiten Liga in Mühldorf wahrscheinlich einen wichtigen Part im Team spielen wird. Genau, deswegen verdient auf Platz 3 und höher, wie gesagt, werdet ihr dann sehen, es ist schwer an den Top 2 vorbeizukommen. Dem kann ich nur zustimmen, also sehr guter Spieler, aber ich würde ihn auch weder niedriger noch höher ranken. Also Platz 3 ist, finde ich, ein sehr guter Platz und sehr verdienter Platz für ihn. So, Top 2, ich hab's gesagt, ultra hoher Punkteabstand. Also ich glaube, die Top 2 Spieler, wenn ich mir die Rankings anschaue, das Doppelte an Punkten, was jetzt Kilian Nennhuber hatte, ist auf Platz 2 nur ein Punkt Unterschied zwischen 1 und 2. Deswegen gibt's da wahrscheinlich viel zu diskutieren.
Aber auf Platz 2 Lukas Spachmann von Eibelstadt. Auch ein extrem solider Spieler, extrem routiniert, spielt auch schon viele Jahre in der dritten Liga. Macht extrem starke Aufschläge, kann aber auch, also nicht nur außen, sondern kann auch andere Positionen spielen, was sie auch in euch vor allem auswärts ja mal anscheinend gemacht haben. Schlägt extreme Winkel, kann aber auch einfach die Linie gut schlagen, also einen platzierten Linienschlag. Also der ist, eigentlich ist er sehr, sehr schwierig in den Griff zu bekommen. Ich glaube, du hast schon alles gesagt, vor allem seine Variabilität finde ich halt krass, dass er, egal wo du den hinstellst, gut mit, da habe ich ihn jetzt nicht gesehen, aber ich würde ihm auch das zutrauen. Egal, wo du ihn hinstellst, egal von welcher Position, auch teilweise egal, aus welcher Situation er den Ball machen muss. Gut, wahrscheinlich noch mehr Fehler als alle anderen aus Eibelstadt, weil er halt auch immer viel Risiko geht, aber er setzt halt immer zumindest den Gegner unter Druck. Auch bei den Aufschlägen, da hatten wir auch ziemlich Probleme immer, wenn er im Aufschlag stand. Und deswegen finde ich den berechtigt da oben. Es hat ihn auch jeder Trainer da oben eigentlich gesehen. Mindestens Top 4 wurde gerankt. Und deswegen finde ich völlig zu Recht Lukas Spachmann auf Platz 2. Wahrscheinlich könnt ihr es schon denken, wer auf Platz 1 ist. Der Kleine los. Ja, schön. Schön. Sehr cool. Der Fabian hat ein Auge, das gibt es nicht, und das Händchen dazu. Vor allem ein sehr guter Zuhörer. Schlecht hört oder gut, aber gut ja, hört, voll. Gut sieht oder schlecht. Ja. Jawohl. Der Fabi ist verlassen. Muss wieder ein Mühldorfer sein, Fabian Bartsch. Natürlich die Meister, die ich weiß nicht, wie viele Spieltage vor Saisonende schon Meister waren. Da läuft so viel über außen. Und deswegen Fabian Bartsch auch, finde ich, völlig zu Recht. Auch wenn es nur ein einziger Punkt ist, der ihn tatsächlich trennt von Lukas Spachmann. Ultra krasse Aufschläge. Also ich glaube, da kann man wenig dagegen sagen. Und auch im Angriff ist er so athletisch, hat da so eine Höhe und kann halt dann im Angriff machen, was er will. Also kann Winkel schlagen, kann einen Block anschlagen, kann auch über den Block teilweise drüber schlagen. Für mich auch sehr verdienter Platz 1. Neben seiner Höhe und seiner Schlaghärte und den starken Angriffen auch eine sehr gute Annahme hat und vor allem auch, finde ich, einen sehr guten Spielwitz im Angriff. Also er kann das Spiel sehr gut lesen und macht einfach auch aus schlechten Sachen, aus schlechten Bällen, macht er einfach auch sehr gute Bälle und macht sehr gute Aktionen dadurch. Das finde ich eine sehr große Stärke von ihm. Das stimmt vollkommen. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sagen von uns. Die Trainer haben abgestimmt. Wir stimmen wahrscheinlich größtenteils zu. Honorable Mentions noch, weil es unten bei den Plätzen so 11 bis 15 relativ eng ist. Daniel Weber von Regensburg, Paul Soderer aus Margretwitz, Lukas Schwarz aus Dachau, Tibor Forsberg, mein Teamkollege aus Schweig, und Stefan Erhardt aus Friedberg. Das sind noch die Follow-ups. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wen ihr da woanders gesehen habt. Auch gerne noch Spieler, die wir oder die Trainer vergessen haben. Ansonsten danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Ranking, die Mittelblocker.